Hallo und herzlich willkommen bei REC Woodwork. Weiter geht's mit dem Wasserradprojekt. Teil 1 und 2 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß beim Video! Als nächster Arbeitsschritt werden jetzt die Schaufeln für das Wasserrad zugeschnitten. Diese müssen 10,2 cm breit sein, daher schneide ich mir erstmal 10,2 cm breite Streifen zu. Als Material verwende ich die 19 mm dicke Dreischichtplatte. Diese Leisten kappe ich jetzt auf der Kappsäge auf 26 cm. Insgesamt werden 16 Stück benötigt. Welcher Ring welcher ist, also das ist der, den ich als zweites gefräst habe, der vielleicht der ungenauere ist. Darum nehme ich mir gleich einmal den ersten her, wo ja die Nuten ganz genau stimmen müssen. Hier kann sein, wo eben die Verstrebungen sind, dass ich noch ein bisschen nacharbeiten muss, aber mich interessiert es einfach mal grundlegend, wie das jetzt zusammenpasst. Hier habe ich mir eine Nut markiert, da habe ich vergessen mit dem Fräser ein letztes Mal durchzufahren. Das heißt, diese eine Nut ist 2 mm, also nicht so tief, 2 mm höher, also die Nut ist hier nur 6 mm tief. Das heißt, ich muss mir ein Brett dann nochmal nachschneiden, 2 mm weg eben. Aber jetzt schaue ich mal, wie das jetzt aussieht. Jetzt lege ich es einmal ungefähr übereinander. Und jetzt werde ich eh gleich sehen. Wie gesagt, zwei Stellen sind ja dabei, wo es glaube ich nicht genau passt. Darum kann das schon sein, dass es jetzt nicht gleich auf Anhieb zusammengeht. Ja, ich glaube, hier ist so eine Stelle. Da muss ich nochmal nacharbeiten. Ich habe jetzt versucht, die Bretter alle reinzubekommen. Ist leider gar nicht so einfach. Ich werde mir als erstes, also unten sitzen sie ja eh gut drinnen. Aber ich muss mir jetzt oben nochmal nachzeichnen. Aber bevor ich das nachzeichnen werde, habe ich beschlossen, gleich den Mittelpunkt in der richtigen Größe für die Welle zu bohren. Damit mir der Mittelpunkt nicht mehr verloren geht. Ich werde jetzt also mal beginnen, in der Mitte das Loch aufzubohren für die Welle. Die Schwierigkeit beim Aufbohren besteht jetzt darin, 20 mm, so einen großen Bohrer habe ich leider nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, sind Forstnerbohrer. Hier habe ich einen 20 mm Forstnerbohrer. Das Problem ist jetzt nur, ich habe in der Mitte schon ein 5 mm Loch. Das heißt, diese Zentrierspitze, die wird mir nicht viel bringen. Was könnte ich jetzt machen? So, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt.
dadurch, dass es ja fast unmöglich ist, mit einem Forstnerbohrer mit einer Zentrierspitze in ein bereits gebohrtes Loch, also hier anzusetzen, habe ich mir Folgendes überlegt. Diese Linien hier sind ein Ausschnitt mit genau 6 x 6 cm. Ich habe mir genau so groß wie dieser Ausschnitt ist, wo auch der Mittelpunkt angezeichnet ist, habe ich mir ein Eschenholz, ein Brett zugeschnitten mit 6 x 6 cm und hier wiederum den Mittelpunkt angezeichnet. Dieses Brett lege ich mir jetzt hier auf die Markierungen, dass der Rand genau jeweils hier auf der Markierung liegt. So, ich denke, das passt. Und jetzt, man sieht es eh schon, ich habe vorgebohrt, werde ich das mit 4 Schrauben fixieren. Hier nehme ich jetzt 4x35er Schrauben. Meine Überlegung ist jetzt, wenn ich jetzt hier ansetze und reinbohre, wenn ich dann unten angekommen bin mit der Zentrierspitze bei der Platte, kann der Bohrer noch nicht auswandern, weil er ja noch hier mit der oberen Hälfte am oberen Brett ansteht. Ich denke, das müsste jetzt funktionieren und das versuche ich jetzt einmal bei der ersten, das erste Loch zu bohren. Drehe ich es einmal um und schaue mir das Ganze an. Ich glaube, das schaut jetzt ganz gut aus. Ich verbinde jetzt nochmal die Ecken. Ich glaube, da komme ich hin. Das hat funktioniert. Jetzt nehme ich mir dieses Brettchen wieder weg und jetzt lege ich mir die zweite Scheibe, wo ich es noch bohren muss, unter die erste. Jetzt richte ich es mir nochmal so ein, dass beide exakt übereinander liegen, fixiere mir beide miteinander und bohre wieder mit dem Forstnerbohrer durch. Und jetzt habe ich eine Führung. Die Welle passt rein. Vom Winkel her habe ich es eigentlich recht gut getroffen. Der große Vorteil ist jetzt, ich kann jetzt diese Distanz, wo er dann die Welle durchgeht, gebe ich jetzt über den ersten Ring. Der zweite Ring kommt drauf, sodass auch die Markierungen wieder übereinander liegen. Jetzt gebe ich die Welle durch und jetzt kann ich eigentlich auf dem unteren Ring wiederum die Schaufeln einsetzen und dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass auch der Mittelpunkt nach wie vor passt. Ich habe jetzt den zweiten Ring, so gut es gegangen ist, mit dem Gummihammer draufgeklopft. Bei einigen Schaufeln habe ich es auch schon super gespürt. Die passen bereits zusammen.
Aber an einigen Stellen, wie gesagt, habe ich noch Probleme. Ich habe auch schon mit dem Geodreieck eigentlich alle Schaufeln nachkontrolliert. Das sollte jetzt stimmen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich den oberen Ring, die Schaufeln, nochmal unten übertragen werde. Dazu spitze ich mir nochmal den Bleistift, dass ich ein möglichst genaues Ergebnis bekomme. Ich habe jetzt alle Schaufeln auf den oberen Ring noch einmal übertragen und hoffe, dass man es jetzt gut sehen kann. Wichtig ist, wie gesagt, dass man die Markierung, also dass man genau weiß, welche Punkte übereinander liegen müssen, dass das auch stimmt. Und ich glaube, man sieht das jetzt relativ gut. Also die Stellen, wo man noch unbedingt nacharbeiten muss. Eine Stelle ist zum Beispiel hier, ja, fast 3 mm. Ja, und hier ist auch so eine Stelle. Ich weiß jetzt also, wo ich noch nachbessern muss, und das werde ich jetzt mit der Tauchsäge machen. Als erstes stelle ich mir bei der Tauchsäge einmal die richtige Höhe ein. So, ich bin jetzt wieder bei so einer Stelle angelangt, wo eben die Nut auf die Verstrebung trifft, wo ich ja nicht reinschneiden wollte. Ich werde es jetzt aber trotzdem wegschneiden, weil ich mir jetzt denke, dass mit der Weiterverarbeitung leichter ist. Weggeschnitten und jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt passt. Ich habe jetzt den ersten Ring, mit dem ich ja jetzt beginne, der eigentlich eh gepasst hat, den habe ich jetzt auch noch ein bisschen nachgeschnitten, so circa einen halben Millimeter, dass dann beim Verleimen einfach schneller geht. Und an dieser Stelle, wo eben die Verstrebung auf die Schaufel trifft, das habe ich jetzt auch aufgeschnitten, bei jeder Verstrebung. Die Schaufeln sind jetzt überall drinnen und jetzt fixiere ich es mir einmal auf 4 Punkte nochmal mit Schraubzwingen. Die Schaufeln passen jetzt alle perfekt in meine Nuten rein und jetzt werde ich mir noch die Schaufeln anzeichnen. Das ist jetzt der Grund, warum ich die Schaufeln länger gelassen habe, damit ich hier noch mir die inneren und die äußeren Kreise auf die Schaufeln übertragen kann. Jetzt baue ich das Ganze wieder auseinander. Und jetzt werde ich mir das, was hier übersteht,
wegschneiden. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es machen werde, aber wahrscheinlich mit der Kappsäge. Ich glaube, dass ziemlich egal sein müsste, welche Schaufel jetzt dann wohin kommt. Aber ich werde es mir trotzdem zur Sicherheit markieren. Ich mache die Markierung jetzt hier auf der Innenseite. Ich markiere mir jetzt jede Schaufel mit der jeweiligen Zahl, also von 1 bis 16. Bei diesem Strich muss ich jetzt also entlang schneiden. Dafür muss ich mir einmal den Winkel ermitteln. Das mache ich mit meinem digitalen Winkelmesser. Hier wird mir jetzt angezeigt, der Winkel ist 57,2 Grad. Das ist jetzt aber nicht mein Schnittwinkel direkt. Die 57,2 muss ich jetzt noch von 90 abziehen. Okay, 32,8, die stelle ich mir jetzt einmal bei der Kappsäge ein. Diesen Winkel, den ich jetzt geschnitten habe, der kommt dann auf die Außenseite vom Wasserrad. Jetzt fehlt mir noch die Innenseite vom Wasserrad. Und dieser Winkel, der wird sehr schwierig. Den kann ich mit der Kappsäge nicht einstellen. Ich traue ihn mir auch nicht mit der Bandsäge zuzuschneiden. Also werde ich diesen Winkel von Hand mit der Japansäge schneiden. Als erstes markiere ich mir mit dem Winkel einmal eine Linie, damit ich weiß, wo ich schneiden muss. Schau jetzt einmal, wie die Schaufeln reinpassen werden. Man kann jetzt sehen, der Winkel passt außen wie auch innen sehr gut. Schaufeln kann ich lassen, die werde ich also so wie sie sind einbauen. Als nächstes werde ich die beiden Ringe, da werde ich die Kante fräsen, die werde ich rund machen. Das einzige, was ich nicht fräsen werde, ist hier diese Innenkante. Die Innenseite, die Kammern werden später mit Blättchen verschlossen. Ich habe jetzt Folgendes nicht bedacht. Dadurch, dass wir bei der Verstrebung außen noch quasi eine Schicht drauf kommt, damit ich hier breiter werde,
werde ich hier diese Außenkante auch nicht rund fräsen. Nur innen. Die Innenkante, die werde ich schon rund fräsen. Ja, und wie gesagt, hier die Innenkante, die fräse ich auch nicht. Schleife ich nochmal alles an, dass die ganzen Markierungen und Bleistiftstriche weg sind und dann wird verleimt. Zu guter Letzt werden jetzt noch die Schaufelräder geschliffen, bevor es dann beim nächsten Mal mit dem Verleimen weitergeht. Das war Teil 3, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Servus!